Streit. Es ist ein großes Problem, welches man des Öfteren im Alltag hat. Heute möchte ich euch einige Tipps vorstellen, wie ihr Streit jeder Art beenden bzw. lösen könnt. Wir leben nicht, um zu streiten. Wir leben, um ein leidloses Leben zu führen. Mein erster Tipp zu einem streitfreien und leidlosen Leben wäre folgender. Wenn ihr ein Problem mit einer Person habt, geht darauf nicht aggressiv oder vorwurfsvoll zu, sondern stellt euch passiv. Dazu kann ich euch zwei Verständnisbeispiele geben. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn du mich beleidigst. Es wäre ein passiver Satz. Der dazu gehörende aktive Satz und somit aggressiver Satz wäre: Du beleidigst mich immer. Die erste Variante ist, wie ihr merkt, besser, da dies schneller zu einer Problemlösung führen kann. Zur Entschärfung eines Streits ist es oftmals sinnvoll, dem Gegenüber nicht zu sagen, dass diese Person alles falsch macht, sondern man sollte darauf achten, fair zu bleiben und keine weiteren Missverständnisse aufzubringen. Zeit. Zeit ist etwas Wichtiges. Wenn ihr ein Problem vom Tisch haben wollt, solltet ihr euch Zeit nehmen, um den Konflikt zu lösen. Nicht reinreden. Viele Menschen vergessen oftmals, dass in einer Diskussion oder einem Streit, dass man dem Gegenüber auch mal aussprechen lassen sollte. Zuhören. Es hört sich zwar an wie ein Kinderspiel, allerdings sollte man die Regeln des aktiven Zuhörens beachten. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Problem und das bereits Gesagte der anderen Person wiedergegeben werden sollte, sodass diese Person weiß, dass man es ernst meint und diesen Streit gelöst haben will. Außerdem signalisiert man somit, dass man auch wirklich zuhört und mit den Gedanken nicht 10.000 Lichtjahre weit entfernt ist. Nicht jeder will Probleme hören, allerdings ist es wichtig, diese Probleme auszusprechen. Fehler einstehen. Kein Lebewesen ist perfekt, jeder hat Macken. Und somit ist jeder ein Individuum. Das ist normal. Und wie jeder Fehler macht und nicht jeder perfekt ist, sollte man sich diese Fehler auch eingestehen. Nicht lügen. Es bringt euch nichts, wenn ihr andauernd lügt. Das habe ich auch schon mitbekommen, dass Menschen lügen, dass man sich schlecht fühlt. Aber Lügen kommen immer raus. Zum Thema Lügen habe ich bereits ein Video gemacht, zu dem ihr hier oben rechts kommt. Habt ihr weitere Tipps, welche man in dieser Liste ergänzen sollte? Schreibt mir doch gerne mal welche in die Kommentare. Außerdem würde es mich sehr freuen, für den Fall, dass du noch kein Abonnent bist, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!